das Innenleben einer Batterie verstehen. Die Batterietheoretikerinnen und Batterietheoretiker. BatterieforscherInnen entwickeln neue Batterien, die mehr Energie speichern können, leistungsfähiger, leichter und sicherer sind. Und noch dazu kostengünstiger. Sie suchen nach der perfekten Mischung aus chemischen Verbindungen und Verfahrenstechniken. Oft probieren sie nächtelang aus, wie die unterschiedlichen Materialien miteinander reagieren und ob die Testzellen am Ende überhaupt funktionieren. Aber woher wissen die Forscherinnen und Forscher eigentlich, was genau in einer Batterie passiert? Heutzutage ist es möglich, eine Batterie, bevor sie überhaupt gebaut wird, mathematisch zu modellieren. Dabei schauen sich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Eigenschaften der Materialien genau an und berechnen so den optimalen Bau der Batterie. Sie stellen sich zum Beispiel Fragen wie: Wie dick müsste der Pluspol einer Batterie sein? Wie heiß darf eine Batterie maximal werden? Wann treten Materialschäden im Inneren der Batterie auf? Und wie könnten diese verhindert werden? Um diese komplexen Berechnungen zu bewältigen, modellieren die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Batterie mit Hilfe von 3D-Simulationen. Der Einsatz von Hochleistungscomputern hat drei entscheidende Vorteile. Experimente können schneller digital durchgeführt werden, sie benötigen keine teuren Materialien mehr und das Simulationsexperiment ermöglicht besonders tiefe Einblicke. Mit Computersimulationen werden auch besondere Batterien optimiert, zum Beispiel Batterien, die im Weltall eingesetzt werden. Satellitenbatterien unterscheiden sich durch das vorherrschende Vakuum und die Strahlung im All. Und auch die Temperaturbeständigkeit dieser Batterien muss sehr hoch sein. Logisch, dass man all diese Parameter nur schwer auf der Erde testen kann. Aber genau deshalb gibt's ja auch Batterietheoretikerinnen und Batterietheoretiker.